2010 entschied sich die FIFA für Katar auf der arabischen Halbinsel als Austragungsort für die Fußballweltmeisterschaft 2022. Seitdem ist viel passiert. Hunderttausende Arbeiter sind nach Katar gekommen, um die nötige Infrastruktur aufzubauen. Ihre Arbeits- und Lebensbedingungen sind hart. Über 12 Stunden Arbeit täglich, bei über 40 Grad. Fehlende Arbeitsschutzmaßnahmen, tausende Todesfälle. Unterbringung mit vielen Menschen auf kleinem Raum. Die Corona-Pandemie hat die Situation noch verschärft. Warum setzen sich Menschen solch harschen Arbeits- und Lebensbedingungen aus? Sie kommen aus Ländern wie Nepal, Indien und Bangladesch. Oft leben sie in ländlichen Gegenden, in denen es wenig gute Verdienstmöglichkeiten gibt. Sie gehen ins Ausland, um ihre Familien finanziell zu unterstützen und vor Armut zu bewahren. Die Arbeiter werden über Agenturen angelockt. Viele verschulden sich zunächst, weil sie hohe Vermittlungsgebühren bezahlen müssen. Die Agenturen versprechen ihnen ein gutes Gehalt und angemessene Unterbringung. Die Verträge werden noch vor der Abreise unterschrieben. Doch nach ihrer Ankunft in Katar treffen die Arbeiter auf eine harte Realität. In Katar greift das sogenannte Kafala-System, das die migrantischen Arbeiter in eine Art Leibeigenschaft bringt. Der Arbeitgeber übernimmt eine Bürgschaft, dadurch sind ihm die Arbeiter völlig ausgeliefert. Der Reisepass wird einbehalten, damit das Land nicht verlassen werden kann. Nach internationalen Protesten wurden zwar Reformen durchgesetzt, doch in der Praxis haben sie kaum Wirkung. Viele betroffene Menschen sprechen von moderner Sklaverei. Katar sei wie ein Gefängnis, nur ohne Mauern. Dabei ist Katar das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen weltweit. 6.200 Euro pro Monat verdienen Menschen mit katarischem Pass im Schnitt. Ein migrantischer Arbeiter verdient gerade mal 230 Euro. Und das auch erst, seitdem 2020 auf internationalen Druck ein Mindestlohn eingeführt wurde. Katar ist eine absolute Monarchie und hat keine Gewaltenteilung, keine Meinungs- und Pressefreiheit und somit keine Sprachrohre für eine kritische Zivilgesellschaft. Gewerkschaftliche Organisierung ist verboten. Ihr Image versuchen die Machthaber in Katar mit der Werbestrategie Sportswashing aufzupolieren. Durch großzügige Finanzspritzen für Fußballclubs und pompöse Sportveranstaltungen. Und die FIFA spielt dieses Spiel mit, weil sie davon profitiert. Die Vorwürfe der Bestechung wollen nicht enden. Die WM wird in einem der heißesten Länder der Welt ausgetragen, in dem es weder eine Fußballkultur noch die passenden klimatischen Bedingungen für die Spiele gibt. Aber die Austragung in Katar ist vor allem ein politisches Signal und soll die vielen wirtschaftlichen Kooperationen langfristig sichern. Die Arbeiter haben davon nichts und leben stattdessen in Unsicherheit und ohne Perspektive. Die WM findet statt, weil Fußball uns und Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Deshalb brauchen die, die sie möglich machen, unsere Stimmen der Solidarität. Die Einhaltung der universellen Menschenrechte und internationalen Arbeitsrechte in Katar muss sichergestellt werden. Und zwar über das Ende der WM hinaus. Es braucht eine ernsthafte Reform der FIFA, damit der Sport und das Gemeinschaftsgefühl wieder im Vordergrund stehen. Schluss mit Milliardendeals und hemmungsloser Ausbeutung. Gemeinsam für ein gutes Leben für alle.